So, grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Erlerberg, oberhalb von Erl. Und ich gehe heute an Spitzstein. Und von der Seite habe ich das Video schon mal gemacht, aber das ist natürlich auch schlecht. Und darum möchte ich es heute neu machen. Es geht mit Nebel los, aber schauen wir mal, es soll ein bisschen aufreißen, vielleicht wird es was. Los geht's! Gleich vom Parkplatz unten nutze den Steig, bevor leider ein Stück Terst rauskommt. Nach dem Weiderost halte ich mich rechts, weil man links ständig von Autos genervt wird, die zum Parkplatz von der Gogelalm fahren. Ein kurzer Eindruck von dem, was uns heute erwartet. Nach ca. 500 Meter verlassen wir die Straße endgültig und gehen links rauf. Der schmale Waldweg führt uns oberhalb von der Stornalm vorbei. Am Ende von dem Waldstückel muss man mal leicht balancieren. Da ist immer ein bisschen matschig. Erst zeigt sich der Berg noch verhüllt. Überlegt sich es aber ganz schnell anders. Nach der Almwiesen erreichen wir schon die Gogelalm. Ab da kommt leider noch mal ein Stückel Straße bis unterhalb vom Spitzsteinhaus, wo man noch mal links abkürzen kann. Den kleinen Umweg oberhalb vom Spitzsteinhaus vorbei bin ich gegangen, um zu zeigen, wo sich eine Familie trennen müsste, wenn nur ein Teil über den Klettersteig gehen möchte. Am Ende von dem Video verlinke ich das Video ohne Klettersteig. Gleich nach dem Spitzsteinhaus und vor der Altkaiseralm gehe ich rechts Richtung Klausen. Gleich nach der Aueralm geht's links rauf, unterhalb der Spitzsteiner Wand vorbei. Da hast du aufpassen, es besteht Steinschlaggefahr unter der Wand. Der Weg verläuft jetzt ein bisschen weg von der Wand und führt dann oben über den Grat wieder zu ihr hin. Der Klettersteig ist nur für Geübte. Gut und neu gesichert, aber immer Klettersteig, der fast immer ein bisschen feucht ist. Für Leute mit Erfahrung ist er überhaupt kein Problem, aber trittsicher und schwindelfrei muss man sein.
Den Klettersteig gehe ich erst ab frühestens im Juni, weil ich schon einmal durch einen Schneebrocher bin, der ein Latschen nur ganz leicht überdeckt hat. Nachdem ich den Hohlraum drunter gesehen habe, habe ich gewusst, das war gar nicht so ungefährlich. Der Ausstieg ist einfach nur gigantisch, weil sofort der zahme, unterwürdige Kaiser die Aussicht prägen. Das war er also, der Spitzstein über den Klettersteig. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.